So, da, wir spielen. Wie heißt das Spiel? Fuck. Fängt ja gut an. Manifold Garden. Ich habe 3 Sekunden ins Steam-Fenster reingeguckt. Mehr weiß ich nicht drüber. Insofern entdecke ich das jetzt mal. Mouse Sensitivity. Okay. Tastatur-Layout. Okay. Gut, das hätte man vielleicht vorher machen können. 5 reicht, ja. Ist immer noch zu viel. 1. Okay, 1 ist zu wenig. Wir haben es gleich, ich verspreche es. 3. So, besser. Okay. Ich habe eine Vermutung, nur vom Trailer, nice, dass wenn ich diese Treppe hochgehe, Space oder rechts? Uah. Interesting. Geht es hier auch? Ah. Sehr cool. Das heißt, wenn ich rechts klicke, dann, ups, dann, dreht sich die Schwerkraft um 90 Grad. Das heißt, ich kann dann auf dem anderen Ding hier gehen. Kann ich da rüber gehen? Ja. Ja, cool. Okay, wenn ich rechts klicke in der Mitte des Raumes, passiert nichts. Das heißt, ich muss an so einer Kante sein und dann kann ich, ups, hier rumgehen. Very nice, okay. So, hier ist was. Linke Maustaste. Das ist aufgegangen. Was ist das hier? Nix. Das? Auch nix. Okay. Wo müssen wir raus? Hier müssen wir raus. Okay, Knopf gedrückt, Türe geht auf, wir gehen raus. Hier auch drin. Okay, das sieht von außen wahrscheinlich lustig aus. Das heißt, wenn ich hier bin, jetzt ist es ein Schacht. Haha, wie cool. Und Shift, okay. Ah, kann ich schnell rennen. Okay, haben wir verstanden. Ups, nein. Ah. Ah, ups. Autsch. Okay, also ich kann auch an so einem Schalter drehen. Linke Maustaste. Okay, hier kann man offensichtlich nichts tun, aber da ist auch so ein Schalter. Okay, jetzt kann ich hier drauf drücken. Ah, okay. Das habe ich im Video gesehen. Zack. Zack. Ups. Genau drauf. So, dann habe ich ein gelbes Kreuzchen. Kann ich mich mit dem. Nein, kann ich nicht. Ah, okay, der Pfeil zeigt an, wo ich sein muss, damit ich das Ding aufnehmen kann. Das heißt, da, wenn ich jetzt hier bin, mich gedreht habe und da drauf klicke, dann passiert nichts. Okay. Verstanden. Das heißt, ich habe das rote Ding dran drauf getan, damit ich das hier darüber tragen kann. Dann kann ich das hier draufstellen. Und bin im nächsten Raum. Very nice. Okay, dann geht's hier die Treppe runter. Cool. Mich interessieren, ob es Fall Damage gibt. Ich habe eine Befürchtung, dass wir es früher oder später rausfinden. Okay, nächster Raum. Das sind ja Fenster. Nice. Türmchen. Okay. So, blaues Ding, rotes Ding, blaues Ding muss dahin, rotes Ding muss dahin. Okay. Das heißt, das sollte einfacher sein, weil das muss ich runtertragen. Tuck, tuck. Okay. Soweit kein Fall Damage. Jetzt die Frage. Ah.
Ach so, springen gibt's nicht. Ups. Au. Okay. Ah! Fuck! Okay, also offensichtlich springen kann ich nicht, aber wenn ich. Das muss ja darüber. Das heißt, ich kann das von hier nicht nehmen. Nach wie vor die falsche Taste. Okay, aber ich kann es hier nehmen und dann dahin tun. Und dann so. Geht das? Ah, das geht. Kannst du hochlegen? Ja. Paff. Oh. Rums. Und zack. Woo. Und ich vermute, es ist so gedacht, dass man so rum rausgehen soll. Yes. Ich mag den Stil. Das ist eine coole Farm, ist sehr minimalistisch. Ups, wo geht's weiter? Da. Großer Fan von solchen Spielen. Dun, dun, dun. Okay. Kann ich ja hier auf den Kopf drücken? Nee, kann ich nicht. Klack. Okay, nächster Raum. Zwei Böckchen. Ah. Ah, okay. Ah, ja, okay. Das heißt, der blaue muss hier drauf. Ja? Den hier kann ich ja da nicht drauf. Also, ich kann ihn schon drauf tun, aber er macht nichts auf. Okay, das heißt aber, wenn ich den hier hin tue, kann ich den anderen vielleicht draufstellen. Weil der geht ja nach rechts. Ja, genau. Ja. Hopp. Ja, genau. Passt. And we are on. Nächstes Räumchen. Es ist irgendwie wie quasi ein sehr minimalistisches Portal. Oh. Die stecken da drin. Ich kann die nehmen. Ich will jetzt gerade nicht, weil die da drin kleben. Was ist das? Ah, das macht offensichtlich die Tür auf. Ah, das ist ein Baum. Ah, cool. Mit dem von der Seite nochmal angucken. Very nice. Sehr groß. So, Das ist sowas. Ah, das sind dann sowas wie Früchte am Baum. Cool. Okay, dann können wir das nehmen und dann hier rein tun? Ja. Da sind wir gekommen. Wie cool. Das muss ich wahrscheinlich mitnehmen. Ah. Ups, nein. Ah, wenn man den. Okay, wenn man den nochmal nimmt, dann verschwindet er wieder. Okay, verstehe. Dann mache ich bei dem zweiten. Und dann muss ich das Ding da offensichtlich darüber tragen zum anderen Turm. Aber ich kann mich. Ah, okay. Wahrscheinlich zumindest. Ah, okay. Tom. Ah! Ich vermute, jetzt kann ich runterfahren. Okay, also ich kann das Teil tragen. Irgendwie wiederholt sich das ja immer. Also das ist so eine Welt, wo quasi wie ein Torus. Ich müsste jetzt das Teil darüber tragen. Kriege ich das darüber? Ich gar nicht wahrscheinlich. Lassen wir den mal hier. Versteht man mich eigentlich noch? Irgendwie ist die Musik lauter geworden, ne? Muss ich Games ein bisschen runterdrehen wahrscheinlich. Ich muss es zumindest für mich auch ein bisschen runterdrehen, weil es sehr, sehr laut ist. So, okay, Moment, Entschuldigung. Lass mal so. Auf jeden Fall bei mir ein bisschen runterdrehen. Danke sehr.
Okay, also ich muss darüber, glaube ich zumindest. Tong. Okay, gut. Das macht es einfach. Dann machen wir es einfach so. Also es ist tatsächlich eine Welt, die sich in, so wie es aussieht, in allen Dimensionen wiederholt. Zack. Very nice, Klonk. Sehr cool. Das heißt, das ist sowas wie ein Torus. Egal in welchem. Wow. Krass. Habe ich tatsächlich ein bisschen Gänsehaut gekriegt gerade. Ist das groß? Hm. Da unten ist was. Das ist hier nicht, ne? Das heißt, ich nehme an, ich muss dann darüber. Hahaha! Wie cool! Pong! Ja, da ist auch was. Könnte ich jetzt. Moment, ich kann. Das ist eine Spirale, ne? Also, das heißt, wenn ich mit genug Geduld könnte ich da jetzt wieder hochgehen. Das sind bestimmt irgendwelche Achievements versteckt oder so. Ja, ne? Da hätte ich auch runterlaufen können. Das wäre ein bisschen tedious gewesen, aber wir haben zumindest die Frage von vorhin beantwortet, ob es Fall Damage gibt. Ich gehe mal zu Fuß wieder rüber und dann kann ich wieder runterspringen. Dann habe ich zumindest eine Runde gemacht. Was gibt es dafür ein Achievement? Ist das cool? Boah, krass. Das ist beeindruckend, wie mit dem minimalistischen Arzt da. Dieses Gefühl von Scale entsteht durch die Wiederholung, die Größe, die einfachen Linien. Ja, guck. Moment, bin ich nicht da losgelaufen? Doch, da, zack, zack, zack. Ah, krass. Das heißt, Moment, das heißt. Wenn ich ein Stockwerk runterspringe. Okay, es wiederholt sich, also eine Umdrehung ist nicht einmal hoch, sondern viermal hoch, ne? Das heißt, wenn ich jetzt genau hier. Okay, gut verstanden. Pong. Okay, gehen wir mal weiter. Cooler Raum. So. Okay, das ist ein Fünfeck, wo man rumgehen kann. Aber es scheint nicht symmetrisch zu sein, weil hier ist, also da sind diese viereckigen Bubbles, das da. Und hier ist keiner. Okay, komische Wölkchen. Was muss ich hier machen? Hier war was. Ah, das hier, okay. Nein, das wollte ich nicht. Ich bin gewohnt, dass. Oh, kann hier nicht hochgehen. Ich bin gewohnt, dass. Das Spacebar springen ist. Und dann versuche ich zu springen, dann dreht sich das, wenn ich an der Wand stehe. Okay, also. Offensichtlich drei Dinge, die man tun muss mit den Linien hier. Interessant ist das hier. Weil hier ist nix. Oder wenig. Ah. Okay. Zack, es ist sehr cool, wie sich das wiederholt. Wobei, es wiederholt sich hier wahrscheinlich nicht, sondern es ist das Gleiche. Kann ich hier so machen? Nee, kann ich nicht mehr.
Okay, also von der Seite geht das offensichtlich nicht. Ich kann natürlich hier einfach runterspringen. Ja, oder auch nicht, ne? Ah, es ist verschoben, ne? Aber ich bin da auf dem Zwischending gelandet. Puff! War das so gedacht? Okay, damit kann ich jetzt aber nichts tun. Komisch. Ah. Hö. Okay, also, machen wir mal einen Pin da rein. Okay, okay. Also, okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Hier sind diese drei Dinge. Und oben sind diese Bubble drauf. Und ich glaube, die gehören aber zu den drei entfernten Blöcken hier. Das heißt, ich muss einmal rumgehen und irgendwas auf dem Block tun. Und dann wird wahrscheinlich das Ding irgendwie fängt an zu leuchten oder sowas. Mal gucken. Ja, okay. Und dann ist hier so ein Puzzle-Ding. So ein Puzzle-Komplex. Und dann gibt es wahrscheinlich noch drei weitere. Ist die Frage, ob. Ist das jetzt der gleiche oder sind das verschiedene? Pluck. Cool. Okay, so ein Säulenteil. Okay. Okay, hier was reintun. So, da ist eine Tür, da ist auch eine Tür, und da ist ein Knopf. Okay, das heißt da rein, wahrscheinlich da wieder raus. Dann gehen wir einmal durch. Klick. Okay. Nee. Bin ich reingekommen, ja. Okay. Eins weiter. Eins weiter. Wieder so ein lustiger Baum, okay. Ah ja, okay. Das heißt, hier ist so ein gelber Baum. Der gelbe Baum macht wahrscheinlich so gelbe Dinger. Und dann muss das hier so rüber. Genau, wenn das so ist, kann ich das leider nicht aufnehmen. Das heißt, die Frage ist jetzt. Okay. Ah, aber ich kann das da nehmen. Das heißt, ich kann den hier hinstellen. Und dann zack. So, und dann kann ich den von da. Bling, bling, blum. Very nice. Nächste Tür. Sehr cool. Ich mag solche Puzzlespiele, wo man anders über Dinge nachdenken muss. Das andere, was sehr ähnlich ist vom. Ups. Vom Prinzip her ist Fez. Heißt das FEZ. Sehr gutes Spiel. Das hat auch so ein. So mehrere so Mind-Bending-Moments. So, gelbe Kistchen. Einfach da rein, ne? Ah, und dann kann ich eins rausnehmen. Cool. Ich habe hier so eine gelbe Vierecksbaumfrucht-Dings und dann. So. Plong. Ah, ja, genau. Okay, dann sind es drei verschiedene. Coole Musik. Oh. Very nice, okay. Entschuldigung, ich musste kurz still sein und danke, Tobi. Ich musste kurz still sein und die Musik genießen. Ja, okay, also dann haben wir das System verstanden, müssen wir die drei lösen. Gelb haben wir, rot kommt hier und der dritte müsste dann grün sein, wenn diese Kistchen alle verschiedene Farben haben. So, okay, auch da brauchen wir so ein Klötzchen und auch da müssten wir es wahrscheinlich. Ui. Von da drüben holen. Ja, da ist der rote Baum. Okay, das heißt, wir müssen zum roten Baum kommen. Dann können wir das rote Klötzchen holen. Und dann können wir den roten Strahl anmachen. Und wenn wir das für grün auch noch machen, dann. Blüm.
Dann haben wir das Ding da unten wahrscheinlich an. So. Ups. Komisch. Okay. Ah, okay. Das haben wir schon rausgefunden, dass wir auf solchen Vorsprüngen stehen können. Und jetzt? Ah, okay. Das heißt, ich kann wahrscheinlich auch auf denen stehen. Yes, kann ich. Das war aber falsch. Ich muss ja von der Seite drücken. Das heißt hier hin. Ne? Zack. So. Okay, wieder Bäume. Das ist der rote Baum, okay. Also ich muss ein rotes Ding da drauf tun. Das ist ja okay. Zack. Das grüne Ding da. Ah, okay. Ja, muss ich wahrscheinlich. Also Vermutung. Ist die Frage. Okay, also ich brauche wieder so ein rotes Teil zum da hochhüpfen. Also ich muss es so machen. Aber das wird so nicht reichen. Ja, genau. Das heißt, ich brauche das andere rote Teil auch, das ich hier schon hingestellt habe, damit ich das grüne Teil hochheben kann. So sollte das gehen, ne? Ups. Lass ich da auch mit drauf? Ich passe mit drauf. Cool. So. Dann kann ich das rote Ding da drauf stellen. Ne? Upp. Tada! Cooler Puzzler. Echt cooler Puzzler. So. Wir sind beim Baum. Punk. Zack. Da rein. Das andere Ding. Muss ich gleich nochmal wieder still sein, wenn ich das da rein tue? Weil das wahrscheinlich wieder sehr cool aussieht. Und sich sehr cool anhört. Sehr toll. Okay. Alle gute Dinge sind drei. Okay, runtergehen ist einfacher als hochgehen. Gelbhammer, Rothammer, fehlt noch grün. Gleiches Spielchen, einmal rein, einmal raus. Und der grüne Baum ist ganz am Ende. Dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Okay. Jump. Jump. Türe, Türe. Einmal so. Wupp. Okay, dann. Ich frage mich, ob diese Puzzles hier. Diese Puzzles quasi immer die gleiche Reihenfolge haben, egal in welche Richtung man geht. Ich bin nach wie vor dabei, die beiden Mouse-Buttons zu verwechseln. Upp, kling, klong, klong. Püff. Next. Ach, da. Gerade perspektivisch verwirrt. So, okay. Drei Bäume. Nee, zwei Bäume, okay.
Aber das Ding hat da oben auch eine Frucht. Ah, okay. Cool. Das heißt, die brauche ich wahrscheinlich auch. Die so holen. Zack. Nee, geht nicht. Aber so geht's. Hoffe ich. Yes, so geht's. Also, einmal da. Ja. Zweimal da. Dreimal da. Wo muss ich hin? Verlaufen. Okay, also ich muss das rote Nupsi da drauf tun. Wo ist denn der rote Baum? Oh, okay. Interesting. Es waren nur zwei Bäume. Ah, ich dachte, es waren drei Bäume. Okay. Hier kriege ich das rote Nupsi. Hier ist aber nur einer dran, ne? Sehr cool, wenn wir es irgendwie sehen, dann muss man die nicht so suchen. Okay, also das rote Nupsi muss jetzt. Ach, jetzt muss ich das irgendwie hochtragen, ne? Wo muss das hin? Ah, da. Ja, okay, also dann mal das hier hin. Mal von der Seite gucken. Also, ich? Boah. Hochgradig desorientiert. Vielleicht kann ich die da um die Ecke tun. Bringt mir das was? Ich glaube, das bringt mir was. Okay, interesting. Mal gucken. Also wir müssen offensichtlich mit dem Blauen was tun. Ah, genau. Ich kann sie auf die andere Seite stellen. Dann kann ich so einen schrägen Turm vielleicht bauen und dann das so wie eine Treppe benutzen. Blub, 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 blub. Ja, wie cool. Entschuldigung. Premium Content. So. Blub, blub, blub. Ja, fuck. Ich wollte gerade sagen, solange ich das Ding hochtrage, darf ich diese Geräusche machen, aber da bin ich leider runtergefallen. Ja, so, oder? Kann ich das so stellen? Ja, und dann kann ich hier das dann von der anderen Seite, aber ich muss es irgendwie am Rand natürlich machen. Wenn ich die falsch platziere, dann fällt das ganze Ding natürlich komplett runter. So, Nummer 3. Blub. 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 Ist das quasi das Puzzle-Game-Äquivalent von jemandem, der seine Füße nachzieht, oder? Schieben kann man die ja hoffentlich nicht. Nee, kann man nicht. Cool. Das heißt, ich kann jetzt sogar hier so rüber hüpfen. Haha, cool. Alles rumgehen. Ja, oder? Das ist doch sinnvoll. Wobei, jetzt muss ich natürlich rumgehen, ne? Jetzt habe ich nicht mal so ein Kurz dabei, sonst hätte ich wieder blub gemacht. Entschuldigung. Ich lasse es ja schon. Ah, Moment, das ist aber falsch. Ich will ja auf der anderen Seite hoch. Nämlich so. Hier will sie runter, dann ist es eigentlich zu anstrengend. Das ist ja schön. Okay. Plönk. Nein. Fail. Daneben. So. Tada! Und dann haben wir Tonk. Den grünen Baum. Gehen wir noch zum grünen Baum, statt zum grünen Baum zu fallen. Da. Oh. Ne, da drüben. Ich dachte schon, ich müsste jetzt die Klötzchen hier noch von weiter oben runterholen. Aber nein. So, das müsste der letzte gewesen sein. Dann halte ich nochmal die Klappe und dann genießen wir nochmal die Aussicht und die Musik. Wow. Okay.
Ist das cool? Schon wieder den ganzen Tag gekriegt. Also ich muss sagen, echt richtig cooles Spiel. Das wird kleiner. Wie cool. Okay, also ich muss irgendwie da drauf. Zack. Ups. Bin durchgefallen, wie es scheint. Irgendwie ist es noch mal lauter geworden. Kann man mich noch hören? Geht das noch? Ah. Okay. So umsichtig darüber. Seht ihr jetzt? Ah! Ah! Hm. Ist jetzt falsch oder richtig gemacht? Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Okay, ich bin wieder zurück. Passiert das nochmal? Wow! Okay, aber ich muss schon da hin, ja? Bin ich ziemlich sicher, weil da wubbelt es ja so. Wow. Ah, jetzt, okay. Hui. Hm. Habe ich es kaputt gemacht? Ja. Ah, ich muss was tun, ne? Ich war völlig abgelenkt. Da steht E. Okay, E. Linke Masters, immer linke Masters. Wie cool. Wusch. Hey, cool. Ich glaube, das ist ein Tesserakt. Das ist ein Würfel in vier Dimensionen, der in drei Dimensionen üblicherweise so dargestellt wird. Man sieht, wie cool. Man sieht quasi die eine Ecke oder die eine dreidimensionale Seite des Würfels außen und dann was im Meer, ne? Krass. Ich kann den aufnehmen. Will ich das? Ist er wieder da. Wie lustig, okay. Hm. Ja, das ist ein hochdimensionaleres Gebilde, so wie es aussieht. Okay, nehmen wir mal mit. Muss er vielleicht hier rein? Muss das hier rein? Oh, der macht auch was. Ui, cool. Okay.
Den wahrscheinlich da rein tun. Okay. Blau, Blue Complete war das Achievement. Oh. Das verzerrt die Farben. Okay. So ein Linseneffekt. Oh, krass. Ein tragbares schwarzes Loch vielleicht. Wobei, auf die Distanz würde man das wahrscheinlich nicht überleben. Klim muss bestimmt da rein, ja? Farbig. Ah! Gut! Krass! Vögelchen. Origami-Vögelchen. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee wäre, das in Virtual Reality zu spielen. Dann, oder ob einem völlig. Es ist ja so schon mind-bending. cool, okay. Ja, kann ich. Ja. So, es geht hier so runter. Dum, 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 dum. Okay. Ich glaube, da kann ich eine Weile laufen. Oder wir nehmen eine Abkürzung. Dann kann ich einfach die Wände runterlaufen. Oder noch besser. Sehr cool. Zack. So, da la, was nun? Okay. Neue. Es ist so vom Stil her so ein bisschen, also von der vom Aufbau her so ein bisschen wie Portal, ne? Nur ohne die passiv-aggressiven Hinweise. Autsch. Okay. Da haben wir ein Bäumchen. Ich bin verwirrt durch die ganzen Hubbel. Okay, mal erstmal orientieren. Da ist ein Bäumchen, das bin ich jetzt leider auf der falschen Seite von. Und da sind zwei so. Okay, zwei so Klötzchen. Zum Bäumchen komme ich irgendwie. Hoffe ich. Ah, wie komme ich denn zum Bäumchen? Naja, ganz einfach. So. Was ist das? Macht Töne. Ah, da geht's dann hoch. Und da geht's runter. Oh Gott. Ja. Es wird langsam verwirrend. So, dann müssen die Dinger darüber. Wenn die sich verhalten wie die anderen. Ach so, okay. Das heißt, ich muss dann da nach hinten. Und dann komme ich irgendwo anders raus, dann kann ich vielleicht rüberhüpfen. Okay. Lass uns mal ein Blöckchen nehmen and let's go exploring, würde ich sagen. Ich höre ja schon auf. Okay. Geht's noch weiter hoch? Okay. Ah, es ist ein Endless Staircase. Also es hört wahrscheinlich nicht auf, oder? Ich könnte hier stundenlang rumlaufen. Ja, okay. Hey! Okay. Eins. Ich bin nicht hochgegangen. Cool. Also ich habe ja da drüben angefangen.
Und diese Staircase geht nicht hoch. Ah, und hier sieht man auch nicht raus. Also wenn ich hier rausgucke und dann da. Ah, okay. Das ist ein Ende des Staircase. Das heißt, damit kann ich nur auf die andere Seite gehen. Ich bin runtergegangen. Also jetzt bin ich die Treppe hier außen runtergegangen, aber bin auf der gleichen Höhe rausgekommen. Okay, das heißt, ich muss ja auf der anderen Seite wahrscheinlich auch runtergehen. Achso, ich wollte das nicht mehr machen, ne? Und dann bin ich hier. Hätte ich eine Weile noch gehen können. Und dann nehme ich an, ist da. Oh, ist so cool. Das Farbschema ist eigentlich mit dem Gelb gegen das Lila. Sehr nice. Clock. Oh. Ah, das ist die Tür. Okay. Man sieht die Tür. Die Tür. Krass. Okay. Kann ich, wenn ich das so mache, kann ich jetzt auf die andere Seite springen, ne? Ja, das mache ich jetzt mal. Das ist krass, ne? Echt schwindlig vom Bock. Zu gucken. Ja, ich hätte gerade laufen können, aber lass uns mal die Treppe nehmen. Was ist das? Klötzchen. Ah, hier kann ich nicht durch. Ich kann durchkuchen, aber nicht durchgehen. Okay, verstanden. Ah, dann geht's weg. Okay, also das macht das an. Okay, also ich muss es, ups, wegtun. Dann kriege ich ein zweites von den Dingern. Ah, das ist in einem Loch. Die unten. Ah. Ah, ich kann, okay, ich kann so Späße machen. Ah, dafür brauche ich den Baum. Das heißt, weil wenn ich hingehe und das da tue, nee, das hier tue, dann kann ich es nicht mehr holen. Ne? Okay, und darum ist der Baum da, weil der Baum, Baum kann ich das Ding wiederholen, dann verschwindet das Dorn und dann habe ich es hier wieder. Das ist quasi eine Dau-Protection. Dann kann man sich nicht softlocken. Okay, cool, zwei Bäume. Sind das der gleiche Baum? Ah, da kriege ich einen Boden. Wow, cool. Dann muss ich wahrscheinlich das darüber tragen. Ja, okay. Na, da drüben. Ah, okay. Nee, muss ich nicht. Muss es nicht darüber tragen. Ich muss hier. Das hier hin tun. Zack. Und wenn ich das dann rausnehme, dann fällt es runter und dann geht die Tür auf und dann kann ich es wieder rauf tun und dann kann ich wieder rüberlaufen. Genau. Weil ich muss es nicht drauf tun, ne? Ich kann auch einfach so laufen. Ja, genau, da ein Loch. Und wieder mit dem Bäumchen, weil dann kann ich die nämlich zurückholen. Weil hochtragen könnte ich sie ja nicht. So, next room. Nice. Okay, wieder was Größeres. Ich finde die Abwechslung auch sehr cool zwischen den klaustrophobischen Räumen und dann diesen Größen. Was ist das? Ist was Cooles? Nö, Dekoration. Okay. Okay, also da oben ist so ein Ding. So eine Brücke, die man offensichtlich machen muss. Dann ist da ein Schirm, der wahrscheinlich weg muss. Und die Tür ist dann da drüben. Dann lassen wir mal gucken gehen hier. Treppe hoch. Ah ja, okay. Zwei so Blubis.
Die gehen dann, dann geht's da wahrscheinlich weiter. Das ist immer das Gleiche, ne? Ist es? Ne, ist es nicht. Das sind zwei verschiedene. Okay, Türen. Tür, Tür, Tür. Das ist wahrscheinlich so wie das, ups, wie das Ding vorher, wo man mehrere so Subbereiche machen muss und dann geht's im Hauptbereich weiter. Ich kenne die doch. Hey, das ist eine Maschine. Zahnrädchen und alles. Ich hoffe, die kann man anmachen. Wahrscheinlich schon, ne? Wenn man alles gemacht hat, dann geht die an. Wow, wie cool. Endless Corridor, okay. Glaub, da bin ich hergekommen. Nee, da bin ich hergekommen. Bin ja nicht durch die Tür gekommen. Aber hier ist eine. Hehe. Cool. Okay, so eine Portaltür. Und da drüben ist wahrscheinlich ein Spiegelbild. Das heißt, wenn ich rübergehe, dann bin ich wieder da. Also bleiben wir mal hier. Und gucken mal, ob wir den. Zack. Okay. Okay, also kleiner Puzzle-Room. Geiler Baum. Okay. Aber keine Früchte dran. Zumindest hier nicht. Aber. Die haben. Cool. Die kann ich jetzt auf zwei Flächen legen, ne? Also hier so. Und dann auf die andere. Orange, lila. Achso, die sind orange und lila, ne? Ja, genau, die sind lila auf einer Seite und orange auf der anderen. Das heißt, ich kann den hier drauf tun, dann muss der andere Würfel entsprechend auf die andere Seite. Den habe ich irgendwo verloren. Wo habe ich ihn hingetan? Punk. Da ist er. So, der muss jetzt auf die andere Seite. Wie kriegen wir das hin? Achso, ich kann das einfach so machen, ne? Und dann runterfahren. Hat das runtergefahren? Der fällt mit runter? Ponk. Okay, das ist ja dann einfach. Das heißt, ich könnte jetzt einen super geilen Flex machen. Und den hier so hinstellen. Geil. Dann habe ich die Hilfe auch hier. So, zack. Und dann muss ich mich eigentlich nur drehen. Und tschüss. Haha, cool. Okay, das war einer. Okay, verstanden. Okay. Alles klar. Das heißt, ich muss jetzt den hier fixieren mit den roten Dingern, weil der andere fährt natürlich auch runter. Das heißt, damit der hier bleibt. Tada! So, dann darf ich jetzt nicht in die andere Richtung gehen, sonst fällt der wieder runter. War die Treppe vorhin schon da? Ja, ich glaube schon, ne? Ist das krass. Oh. Ich könnte ja hier hochlaufen. Jetzt komme ich nicht mehr rüber, ne? Naja, dann noch eins runter. Okidoki. Nächster Raum. Es wäre cool, wenn man sich selber sehen könnte. Aber das ist wahrscheinlich im Gegensatz zu Portal hier nicht zugedacht. So.
So, gehen wir runter. Man muss aufpassen bei solchen Spielen, dass gehe ich überhaupt runter? Dass man hier nicht runter geht und runter geht und runter geht. Und genau, ich vermute, es geht nämlich nicht runter. Ah doch, es ging runter. Das ist neu. Okay. Okay, es geht wirklich runter. Wir kommen dieser Fläche näher. Dann sind wir gleich ganz unten. Okay, also ein Bäumchen. Ah, ich glaube, das ist okay. Ich hätte den Knopf höher drücken müssen, ne? Naja. Nee, sollte es eigentlich noch gehen, oder? Der bleibt ja da, der fällt eigentlich nicht weg. Aber so komme ich nicht durch. Okay. Na, erstmal rausgucken. Upa! So. Sehr cool. Was muss ich hier tun? War oben irgendwo ein gelbes Ding? Ne, ich kann das ja nicht nehmen jetzt, ne? Ich das richtig gemacht? Okay, war das so gedacht? Bin nicht ganz sicher. Das ist jedenfalls, ups, so eine Fläche. Das war so gedacht. Ah, okay. Aber ich hätte fast in dem Ding innen hochgetragen. Oder jetzt wieder runter, also wieder zurückgetragen, aber das war wohl. War wohl hier jetzt so gedacht, okay. Okay. Das ist bestimmt so ein Ding, wenn ich hier drauf drücke, dann kommt da so ein Teil raus und dann geht es da so durch. Ah, ich muss. Ah, okay. Ah, ja, okay. Das heißt einmal so. Blüng. 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 Mist. Aber so kann ich. Dann fährt er nirgendwo hin. Ja, genau. Dann einmal hier. Puff! Geil, okay. Das ist wie dieses Kinderspielzeug, wo man so einen Ball durch ein Labyrinth tun muss, nur halt mit mehr Dimensionen. Irgendwie fängt die Musik an, so. Groß. Entschuldigung. Oh. Jetzt ist es abgestürzt. Das ist sehr schade. Okay, starten wir nochmal neu. Das ist ja traurig. Aber vielleicht, so geht das auf dem Stream wieder? Ja, scheint zu gehen, ne?
any button. Muss ich jetzt von vorne anfangen? Nee, continue. Wo waren wir? Direkt nach dem Ball, aber vielleicht mache ich hier sowieso mal jetzt mal eine Pause. Das haben wir schon gemacht. Ja, ja, okay. Dann ist es hier abgestürzt, dass ich hier raus bin. Aber dann, glaube ich, mache ich hier mal einen Cut und drücke mal auf Pause. Das war jetzt eine Stunde. Wir haben Blue gemacht. Vermutung ist, es gibt drei solche Chapters. Wir sind jetzt hier irgendwo im zweiten von den dreien, aber das ist jetzt nur meine Vermutung. Und dann pausiere ich das mal und dann wäre das die erste Episode von Manifold Garden, First Impression. Wobei, nach einer Stunde ist es wahrscheinlich mehr als First Impression. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Toller Sound, toller Artstyle, coole Puzzles. Mal gucken, wie schwierig die noch werden. Bis jetzt kamen immer neue Elemente dazu. Mal schauen, was hier noch in Store ist. Genau, dann gucken wir mal in der nächsten Episode, ob wir die nächste Farbe finden. Bis dahin, schönen Tag euch und bis dann.